So, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen Bitpanda Portfolio Update, wo ich euch immer so ein bisschen mein Bitpanda Portfolio zeige und was sich so von Woche zu Woche verändert hat. Nochmal ein dickes Danke an alle, die gestern beim Livestream dabei waren. War echt ein cooles Event, auch wenn jetzt der Burn nicht so gigantisch war, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Ja. Aber gut, das Monat war halt ein bisschen schwächer vom Volumen. Starten wir ins Update, schauen wir mal rein. Wir sehen hier Panthos bei den One-Day-Winnern. Ich habe zu wenig Panthos. Danke, Leute, ich weiß. Ich werde dann wieder teuer Panthos kaufen, so wie es aussieht. Ich werde halt einfach einen Panthos-Sparplan aufmachen. Dann bin ich außerdem beim Gewinnspiel mit dabei, bei dem Sparplan-Gewinnspiel. Aber das schauen wir uns dann gleich an. Und dann akkumuliere ich einfach Panthos automatisch. Kommen wir jetzt aber zu den 7-Tage-Gewinnern. Die schauen wir uns ja immer an. Wir haben hier Manta Network diese Woche mit 41% im Plus. 2U mit über 44% im Plus. Dusk Network mit über 51% im Plus. Und der Juventus Football Fan Token über 791% im Plus. Also das hat sich ausgezahlt, wenn man sich da ein paar Fan Tokens geholt hat. Nicht schlecht auf jeden Fall. Gratuliere an alle Fan Token Halter von Juventus. Aber schauen wir uns jetzt mal die Verlierer an. Wie sieht es da aus? Da haben wir Ordinals mit 22% im Minus diese Woche. ADM mit über 25% im Minus. Miro, das auch neu im Spotlight war, über 25% im Minus. Und bei Drone Delivery haben wir jetzt auch eine Korrektur gesehen mit über 26% diese Woche. Man muss aber dazu sagen, die hatten davor ja einen sehr starken Pump. Und wie sieht es bei mir im Portfolio aus? Wir sind 4% fast wieder im Minus. Ja, wir sind letzte Woche ja auf die 35,2 hochgeklettert, während ich das Video aufgenommen habe. Dann ging es auch noch weiter hoch. Wir waren am Höhepunkt der Woche bei 35.900 circa. Und dann ist der Bitcoin weitergefallen, hat die Altcoins mit runtergezogen. Der Best ist auch mitgedippt. Panthos ist das Einzige, was die Woche schön hochgezogen ist in meinem Portfolio. Und ja, Leute, ihr müsst es mir nicht in die Kommentare schreiben. Ich weiß, ich halte davon zu wenig. Streut nicht noch mehr Salz in die Wunde. Jetzt im Moment erholt sich es gerade ein bisschen. Vor allem, wenn wir in den Eintageschart schauen, sehen wir, es geht schon langsam wieder rauf. Wir sehen, die Kurse steigen gerade ein bisschen, weil der Bitcoin auch wieder anzieht. Hat sich die Woche sonst so noch getan? Wir haben unsere Staking Rewards geclaimed. Wir haben unsere Best Rewards geclaimed. Wir haben die Spotlight Airdrops im Best geswappt. Und jetzt sehen wir auch, das Story Feature ist auf Bitpanda verfügbar. Und ich werde heute einen Sparplan auf Panthos aufmachen. Dann nehmen wir auch gleich an der Sparplanverlosung teil. Was ist die Sparplanverlosung? Schauen wir uns das einfach im Story-Modus an. Wenn man 100 Euro spart, kann man 1200 Euro in BTC gewinnen. Wie nimmt man daran teil? Man stellt einfach zwischen dem 8. und dem 28. Jänner einen Sparplan im Wert von mindestens 100 Euro für irgendein beliebiges Kryptoasset und dann hast du die Chance, einen Bitcoin-Sparplan im Wert von 100 Euro im Monat für die nächsten 12 Monate zu gewinnen. Das heißt, wenn ihr das Video heute seht, habt ihr noch 2 Tage Zeit, am Wochenende den Sparplan aufzumachen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aktion, muss man sagen. Gut, jetzt kommen wir schon ins nächste. Das schauen wir uns aber später an, das Thema Bitcoin-Halving. Weil mich jemand gefragt hat, ob man auch mehrere Sparpläne aufmachen kann auf verschiedene Kryptoassets. Es steht in den Teilnahmebedingungen, ich habe das hier rausgesucht, während des Verlosungszeitraums, bla 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 bla, um den Gesamtbetrag von 100 Euro zu erreichen, kann der Teilnehmer den Betrag und die Häufigkeit frei wählen. Zum Beispiel einen monatlichen Sparplan mit 100 Euro oder einen zweiwöchentlichen Sparplan mit jeweils 50 Euro. Also es heißt, man kann auch mehrere Sparpläne auf verschiedene Kryptos machen. Wichtig ist nur, dass man diese 100 Euro in dem Zeitraum erreicht. Falls ihr euch das Ganze selbst nochmal durchlesen wollt, ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung. Gut, kommen wir zu Bitpanda zurück. Wir stellen jetzt einfach den Sparplan. Dafür klickt ihr einmal auf das Asset, das ihr gerne kaufen möchtet und dann könnt ihr hier unter dem Swap kaufen und verkaufen Menü einen Sparplan einrichten. Nicht vergessen, via Banküberweisung ist kostenlos, da zahlt man keine Gebühren. Wenn man eine Kreditkarte verwendet, dann kommen schon Gebühren auf einen zu. Dann müsst ihr noch euer Konto auswählen, das habe ich jetzt hier nicht eingeblendet, aber das müsst ihr noch auswählen und dann könnt ihr schon die Summe eintragen, an welchem Tag er ausgelöst werden soll und um wie viel Uhr. Wir haben jetzt den 28. ausgewählt, also den letzten Tag des Gewinnspiels, um 9 Uhr und drücken jetzt auf Zusammenfassung. Jetzt kriegen wir nochmal eine Übersicht von unserem Sparplan. Also wir kaufen Panthos mit unseren Euros von unserer Bank, 100 Euro. Am Mittwoch wird der erste Kauf ausgelöst um 9 Uhr in der Früh.
Gut, wir bestätigen das Ganze, bekommen dafür auch noch ein bisschen Best zurück für unseren Sparplan, einen kleinen Instant Trade Bonus. Dann bekommt man auch noch einen Code aufs Handy, den muss man eingeben und die Sache ist erledigt. Kommen wir jetzt zur Portfolioübersicht. Wie sieht es da aus? Best hält sich jetzt noch um die 65%, ein bisschen drunter jetzt im Moment. Dann die Altcoins, Ethereum haben ordentlich gelitten. Sehen wir, alle haben ein bisschen nachgegeben. Graphire circa bei 10% Portfolioanteil, ist jetzt bei 8,5%. Also die haben ordentlich nachgegeben. Panthos jetzt gerade im Moment auch momentan unter den 10 Cent wieder. Und ja, Bitcoin hat heute wieder ein bisschen angeschoben. Aber das schauen wir uns in den Charts dann genauer an. So, ich blende mich wieder aus, damit man das besser sieht. Hier sehen wir die Dividenden und Staking Rewards, die wir reinbekommen. Nur für euch zur Orientierung von den Farben her. Also Orange 2021, Grün 2022 und Rot war das letzte Jahr 2023. Und dann das jetzige Jahr sehen wir hier gerade mal den ersten Balken. Und das Monat ist auch noch nicht ganz oben. Das heißt, wir kriegen noch einmal Staking Rewards, einmal Best Rewards rein. Das heißt, wir werden die 250 auf jeden Fall knacken. Und wenn wir uns jetzt 2021 und 2022 ausblätten, seht ihr, wir sind ja noch unter dem Mai vom letzten Jahr. Aber mit den nächsten Best Rewards und mit den nächsten Staking Rewards werden wir das schlagen. Das heißt, wir starten das Jahr mit einem neuen All-Time-High vom letzten Jahr aus gesehen. Ja, wenn man die Jahre davor nimmt, nicht. Ja, aber vom letzten Jahr aus gesehen haben wir das auf jeden Fall dann geknackt. Auch wenn wir jetzt hier irgendwo landen werden nächste Woche, ja, sind wir noch weit von diesen Spitzen entfernt. Also da ist noch viel Potenzial nach oben, was die Rewards angeht. Und ich glaube auch, dass dieses Jahr viel spannender wird als das letzte Jahr. Also ich bin schon voller Vorfreude auf dieses Jahr. Und wenn ihr da dabei sein wollt, einfach den Abo-Button drücken. Jede Woche kommt das Bitpanda Portfolio Update. Das war jetzt auch schon der Wochenrückblick. Und jetzt springen wir in die News. Alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es ist soweit. Die Bitpanda API hängt an der Raiffeisenbank dran. Und alle Elba-Kunden können jetzt auch Kryptos kaufen über ihre Raiffeisenbank-App. Man muss aber dazu sagen, es haben noch nicht alle Kunden der Raiffeisenbank darauf Zugriff, sondern nur erstmal die Wien, Niederösterreich mit MyCityBank-Anhang. Georg hat dann auch nochmal einen Screenshot gepostet, wie das Ganze aussieht. Also so sieht das Ganze in der App aus. Du hast dir dein ganz eigenes Bitpanda-Portfolio erdgeschrieben. Onboarding hat 30 Sekunden gedauert. Und die gute News ist, Best und Panthos sind auch gleich von Anfang an handelbar. Aber man sieht auch, die Raiffeisenbank hat noch nicht alle Features freigeschalten. Ja, also man kann noch keine Kryptos versenden, es gibt noch kein Staking, es gibt noch keine Rewards etc. Also die Raiffeisenbank hat im Moment noch das Basic-Paket und da wird es jetzt spannend zu beobachten sein, graden die ab, ja, holen die sich die anderen Features wie Transfers, wie Staking etc. Das wäre auf jeden Fall dann ein gutes Zeichen, dass es gut bei den Kunden ankommt und sie dann ihr Angebot noch weiter ausbauen wollen. Und ich glaube, wir werden jetzt auch immer mehr Banken sehen, die sich da dranhängen werden, aber ist nur so ein Gefühl. Der Erik hat ja gesagt, eine deutsche Bank kommt auch noch. Welche das sein wird, werden wir sicher noch dieses Jahr erfahren. Aber ihr wisst, mit Banken dauert es immer ein bisschen länger. Bei der Raiffeisenbank hat es jetzt 10 Monate gedauert. Da kommt die Ankündigung wahrscheinlich irgendwann mal im April. Aber auf jeden Fall die Augen offen halten, welche Technology Solution Partners dann als nächstes dazukommen. Sind immer mehr Kunden dann auch, die Zugriff auf Bitcoin, Best, Panthos und alle anderen Kryptowährungen haben. Da muss man echt sagen, Bitpanda treibt da die Mainstream-Adaption echt voran mit diesen Bankenpartnerschaften. Kommen wir zur nächsten News. Der Best Burn für alle, die gestern nicht mit dabei waren. 4,8 Millionen Best wurden verbrannt. Die Community hat ja auf noch mehr gehofft, weil der letzte Burn so gigantisch war. Es ist jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen. Es ist halt auch immer ein Auf und Ab im Kryptomarkt. Es gehört auch dazu, jetzt das Volumen wieder ein bisschen unten. Aber es kann schnell gehen. Wenn Bitcoin wieder ein bisschen Gas gibt oder Ethereum mal richtig loslegt, dann kann das wieder schnell gehen, dass das Volumen wieder steigt. Man darf ja auch nicht vergessen, der Best ist ja jetzt auch ein bisschen teurer als beim letzten Burn. Und wenn man diesen Preisanstieg nämlich mit einrechnet, sieht es gar nicht so schlecht aus im Vergleich zum letzten Burn. Hier sehen wir die Liste vom Goldcoin, die 10 größten Best Burns. Und der letzte Burn war der Nummer 33, ja, und der rankt sich direkt ein nach dem vorletzten Burn. Also die zwei letzten Burns waren der 5. und 6. Burn in der Geschichte vom Best. Wir sind jetzt noch nicht bei den Top-Burns, aber das ist auch klar, wir sind ja auch noch nicht beim Peak vom Bullrun.
Also wenn es dann wieder richtig abgeht, dann werden wir auch wieder in diese Top-Ranks reingehen. Das ist jetzt sozusagen das erste Aufplackern. Wenn dann das Feuer mal richtig brennt, werden wir auch wieder stärkere Burns sehen. Jetzt schauen wir uns die neuen Assets auf Bitpanda an. Letzte Woche haben wir schon gesehen, FCON ist als neues Spotlight geplant. Dann haben wir QGAN und den Alt-Layer. Manchmal dauert es ein bisschen, bis man das Ganze traden kann. Wir haben den Coin schon gestern auf Bitpanda gesehen, war aber noch nicht tradable. Heute ist er tradable. Dann wurde ich gefragt, wo findet man diese Liste? Die ist auf Twitter auf dem Team 40 Kanal. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und weil mich ein paar gefragt haben, wieso sieht man FCON nicht? Nicht vergessen, das ist einfach nur ein API-Tracker. Das heißt, wenn ein Coin auf der Bitpanda API erscheint, auch wenn sie nur kurz freischalten, um ihn zu testen, wird er hier reingelistet. Und bisher war es so, dass er, wenn er von der API getrackt wurde, wurde er auch gelauncht. Das heißt, wir rechnen damit, dass FCON in nächster Zeit am Launchpad starten wird. Das waren jetzt schon alle News. Jetzt schauen wir uns noch kurz ein bisschen die Infos an zum Bitcoin-Halving, die Bitpanda echt schön zusammengesammelt hat. Es gibt auch einen ausführlichen Artikel dazu, verlinke ich euch auch unten in die Videobeschreibung und da könnt ihr alles über das Bitcoin-Halving lesen. Wir schauen uns jetzt nur die Highlights an, zum Beispiel hier die Bitcoin-Halving-History, ja, wie es von 50 BTC pro Block auf 25 BTC runterging, wie es von 25 auf 12,5, von 12,5 auf 6,25 und beim nächsten Halving sind es dann von 6,25 auf 3,125 runter. Und hier können wir auch die Preisauswirkungen schön sehen. Ja, beim Halving 2012 ist es von 12 Dollar BTC-Kurs am Tag des Halvings, ja. 150 Tage nach dem Halving war der Preis bei 127 Dollar und 365 Tage danach war der Preis bei 1000 Dollar. Halving 2016, die Auswirkung am Tag des Halvings 650 Dollar. 150 Tage danach war der Preis noch gar nicht so weit oben bei 758 Dollar und ein Jahr nach dem Halving war der Preis bei 2518 Dollar. Und 2020, da war der Kurs bei 8821 Dollar am Halving-Tag. 150 Tage danach war er bei 10.943 Dollar. 365 Tage danach war er fast bei 56.000 Dollar. Ich bin schon gespannt, wie dieser Halving-Cycle ablaufen wird. Aber es ist einfach so, die Rewards werden um die Hälfte reduziert bei BTC. Das heißt, die Miner können auch nur die Hälfte auf den Markt werfen sozusagen. Wenn die gleiche Nachfrage da ist oder wir sogar eine steigende Nachfrage sehen, dann sollte das Ganze wieder so ablaufen wie in den Halvings davor. Wie hoch der Preis diesmal gehen wird, ich weiß, viele Leute sagen 250.000, 150.000, ja. Aber man muss auch dazu sagen, ich glaube, diese Kurve wird auch auf lange Zeit immer flacher werden. Ich wäre schon sehr zufrieden, wenn wir die 100k knacken. Schauen wir uns die Halvings davor an. Ja, hier sehen wir, es ging noch ein bisschen runter nach dem Halving und dann ist erst richtig losgegangen. Beim zweiten Halving ist es nur ein bisschen runtergegangen, aber es war auch sehr volatil, bevor es dann richtig losgegangen ist. Und man sieht auch hier ganz genau, es dauert auch immer ein bisschen Zeit, bis wir dann das Top erreichen. Im letzten Halving auch, da haben wir auch Dips zwischendurch gesehen. Dann ging es eine Zeit lang seitwärts, dann kam das Halving und dann kam wieder eine Preisexplosion. Sieht jetzt nicht so extrem aus wie bei den davor, aber man darf ja nicht vergessen, wir waren da ja auch schon auf ganz anderen Preisniveaus. Ja. Hier oben sind die 100k und da sind die 10.000, deswegen das war schon ein ordentlicher Move damals. Ja. Und dann haben wir das Double Top gebildet und dann ist das Ganze wieder abgestürzt. Wir sind momentan in 2024, wo jetzt das nächste Halving ansteht. Also wir sind in dieser Periode kurz vor dem Halving. Das Jahr nach dem Halving war bisher immer der spannendste Zeitraum im Kryptomarkt, meiner Meinung nach. Also falls ihr heute das erste Mal zuschaut und euch überlegt, vielleicht ein paar Prozent in vielleicht Kryptos zu investieren, vielleicht ist jetzt kein schlechter Zeitpunkt. Das soll keine Finanzberatung sein. Und ich will auch nicht sagen, dass es sich genauso entwickelt wie in der Vergangenheit, aber die Vergangenheit reimt sich oft. Das heißt, es entwickelt sich ähnlich, ja. Und wenn es sich ähnlich entwickeln sollte, dann wird es sich auf jeden Fall auszahlen, auf jeden Fall noch vor dem Halving zu akkumulieren, weil ihr seht, der Preis ist dann nie wieder so tief runtergekommen, wie es zum Halving-Zeitpunkt war. Außer vielleicht in dieser kurzen Phase hätte man noch ein bisschen günstig kaufen können. Das heißt, wenn man das Ganze langfristig sieht, sollte das kein schlechter Einstiegszeitpunkt sein. So viel mal zum Halving. Das ist mal ein bullischer Faktor in diesem Jahr.
Den ganzen Artikel verlinke ich euch unten in die Videobeschreibung, falls ihr da ein bisschen tiefer eintauchen wollt. Ist sehr, sehr gut geschrieben und bietet einen sehr guten Überblick. Wo wir gerade bei Bitcoin sind, springen wir jetzt auch gleich in den Chart. Starten mit dem BTC-USDT auf dem 1-Tages-Chart. Wir haben wieder Support gefunden beim BTC. Diese Region, die ich hier gelb eingezeichnet habe, da ist wirklich viel Support gelegen. So tief ist es gar nicht runtergekommen. Wir haben schon beim 99-Tage-Moving-Average schöne Käufe gesehen. Zoomen wir ein bisschen genauer rein. Wenn wir uns das im 4-Stunden-Chart genauer anschauen, sehen wir, wir sind nicht ganz runtergekommen zu dieser gelben Zone, wo die meisten Orders gelegen sind. Ja. Jetzt im Moment kommen wir gerade wieder in diese wichtige Zone über den 40.000, die wir hier in blau mit den blau gestrichelten Linien markiert haben. Ist die Frage, können wir uns in dieser Zone halten? Ich glaube, wir werden hier oben dann auch wieder Widerstand sehen. Das heißt, womit rechne ich jetzt im Moment, dass wir ein bisschen in dieser Zone noch ein bisschen herumgammeln, je nachdem, wie viel Volumen reinkommt. Es besteht auch noch die Chance, dass wir noch starke Abverkäufe dann wieder sehen, dass starkes Verkaufsvolumen reinkommt und die Orders nach hier unten sind jetzt nicht so stark. Also so viel Support liegt hier jetzt in dem Bereich nicht. Das heißt, es können uns auch wieder hier runterdrücken und dann kommt es wirklich auf das Verhalten an, ob die Leute einfach weiter hodeln oder weiter abverkaufen und wir nochmal die ganzen Orders hier unten abholen. Jetzt im Moment würde ich eher dafür tendieren, dass wir hier in dieser blauen Zone noch ein bisschen herumkämpfen. Hier sind viele Orders, die gefüllt werden müssen. Wenn jetzt noch mehr Kaufdruck reinkommt, müssen wir abwarten, ob der stark genug ist, dass wir die Wall hier sozusagen brechen. Jetzt kommt aber erstmal das Wochenende. Ist die Frage, ob da so viel los sein wird. Ich rechne mit dem Move darauf eigentlich erst für Anfang nächster Woche. Aber warten wir mal ab, was am Wochenende passiert. Auf jeden Fall hatte ich gut recht, dass wenn man unter dem Level kauft, dass ein guter Zeitpunkt ist, vielleicht BTC ein bisschen nachzukaufen, hat sich jetzt schon auf die kurze Zeit gelohnt. Das war es jetzt auch schon zum BTC, jetzt springen wir zum Best. Wie sieht es beim Best aus? Da haben wir letzte Woche gesagt, wenn es noch ein bisschen steigt, dann erwarte ich auch eine Korrektur auf die 45 Cent. Gut, es ist dann nicht mehr so viel gestiegen, wie ich mir eigentlich erwartet habe. Ich habe gedacht, es geht vielleicht noch ein bisschen weiter. Ist leider nicht so gekommen, deswegen ist die Korrektur auch ein bisschen tiefer ausgefallen. Noch dazu hat dann Panthos gepumpt und ein paar Leute haben natürlich rüber geswappt, was das Ganze ein bisschen verstärkt hat. Und der Montag war ja auch noch, wo die Leute ihre Rewards bekommen haben. Und ihr wisst, ein paar Leute schichten ihre Rewards immer um. Deswegen kommt da auch zusätzlich noch ein bisschen Verkaufsdruck rein. Die Frage ist jetzt nur, wie viele Leute kaufen jetzt sozusagen den Dip? Und ziehen wir dann wieder einfach weiter zu den 50 Cent oder kommt noch ein bisschen Verkaufsdruck rein und swappen noch ein paar Leute zum Beispiel rüber zu Panthos, dann könnte es noch ein bisschen weiter runtergehen. Diese Zone hier, wo wir aber den Widerstand haben, sollte sich aber auf jeden Fall in Support umwandeln. Ja? Das heißt, ich glaube spätestens hier, wenn der Preis wieder Richtung zu den 40 Cent kommt, sollten wir starken Widerstand sehen, wenn wir nicht jetzt schon von dieser Zone hier aus wegziehen. Zeichne das wieder wunderschön mit dem Pinsel ein. Ja, also entweder finden wir hier den Support und ziehen dann langsam wieder schön hoch oder wir kommen nochmal hier runter und finden hier dann den Support und ziehen dann nochmal hoch. Also ich bin noch immer sehr, sehr bullish, was den Bestpreis angeht. Jetzt springen wir rüber zum Panthos. So, hier sind wir am Panthos-Chart. Hier müssen wir noch ein bisschen was herumschieben. Das ist jetzt sozusagen unsere Mega-Support-Area, also aus der wir das letzte Mal rausgebrochen sind. Hier hatten wir Widerstand und hier hatten wir sehr, sehr starken Widerstand, wo jetzt die Linie ist. Und die stärksten Widerstände verwandeln sich dann immer in gute Support-Levels für die Zukunft. Deswegen lassen wir die hier eingezeichnet, ja, deswegen entfernen wir das nicht. Weil falls in der Zukunft der Preis dann wieder runterkommt, wissen wir, in dieser Zone haben wir auf jeden Fall starken Support. Wir haben jetzt das nächste Target, das wir im letzten Video besprochen haben, die 10 Cent, schneller geknackt als eigentlich gedacht. Wir sehen jetzt schon langsam, kommt der Preis wieder ein bisschen runter. Ich bin mir auch nicht sicher, wie lange wir jetzt brauchen werden, bis wir die 10 Cent wirklich mit Schmackes durchbrechen und dann hier oben auch schönen Support aufbauen. Weil sie haben gesagt, in ein paar Wochen. Heißt das jetzt in 3 Wochen? Heißt das jetzt in 6 Wochen? Ja, wenn es jetzt in 6 Wochen erst losgeht, dann zieht sich das Ganze ein bisschen. Kommt auch immer darauf an, was sie in der Zwischenzeit announcen, wie schnell das Audit durchgeht, wie schnell die Migration durchgeht. Weil wenn die Migration durch ist, ist es nicht mehr lang bis zum Mainnet Launch. Auf jeden Fall ein richtig schöner Pump. Ich bin schon gespannt, wenn Panthos auf anderen Exchanges gelistet ist, was dann für eine Action losgeht, wenn die Marketingkampagne startet, wenn das Mainnet live ist, wenn wir sehen, wie viele Projekte dann auf Panthos aufbauen, was für Projekte dann auf Panthos aufbauen. Das wird alles sehr, sehr spannend werden. Vielleicht bekommen die Leute jetzt auch richtig FOMO und der Preis schießt auch noch weiter. Kann auch passieren, ja.
Aber ich glaube, jetzt im Moment werden wir mal ein bisschen brauchen, bis wir die 10 Cent da mal durchbrechen und dann auch hier oben schön Support aufbauen. Wir werden sicher ein bisschen Widerstand auch sehen von Leuten, die hier unten eingekauft haben und ein paar Gewinne realisieren. Bei Panther stehen wir noch ganz am Anfang, da kann es noch recht wild werden. Vielleicht sehen wir jetzt auch ein bisschen stärkere Verkäufe, kommen noch ein bisschen runter, bevor wir nochmal die 10 Cent anlaufen. Kann durchaus sein. Ja, darauf an, wie viele Leute verfallen jetzt in FOMO und kaufen jetzt sozusagen noch in diese Megakerze rein. Und wie viele Leute nehmen jetzt Gewinne mit, die hier im 6-Cent-Bereich vielleicht eingekauft haben und jetzt fast eine Verdoppelung drin haben? Vielleicht denken sich ein paar, ich nehme ein paar Chips vom Tisch, wenn es noch ein bisschen runterkommt. Kann aber auch dann ein Schuss in die Hose sein, wenn jetzt alle wieder reingehen und der Preis einfach weiter steigt. Deswegen würde ich mal die nächste Woche abwarten oder wenn man unbedingt rein will, halt immer wieder mit Zeitabständen in kleinen Tranchen kaufen. Falls der Kurs nochmal runterkommt, kriegt man dann noch ein paar günstiger. Und falls es weiter rauf geht, ist man ja dann auch dabei, wenn man immer wieder ein bisschen was einkauft. So viel zu Pantos. Das war es jetzt auch schon mit der Bitpanda Portfolio Update Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt ein nettes Kommentar und wir sehen uns im nächsten Video.